Was fliegt nicht alles durch die Luft? Menschen sowieso. Aber auch jede Menge Fracht. 2 Millionen Tonnen pro Jahr in Frankfurt. Und nicht nur Kisten und Kartons. Ich bin mal gespannt, ob es reinpasst in den Flieger. Aber wir müssen es ausprobieren. Auch Pferde fliegen von und nach Frankfurt. 2000 waren es im letzten Jahr. Und Fische, Millionen Fische. Die gehen auf den Abendflug nachher weiter nach Hongkong. Nicht nur Tiere gehen in die Luft. Auch Obst und Gemüse fliegen um die Welt. Und Blumen, frische Blumen. Da zählt jede Minute. Das Problem dabei ist, dass die Sendung den Flug verpasst hat. So gut wie alles fliegt. Von überall her und überall hin. Kleintierauslieferung auf M330. So klein ist das Kleintier gar nicht. Ein putziger Hund, frisch eingeflogen aus Denver. Ein Samoyed. Laura kann sich gar nicht trennen. Am liebsten würde ich den natürlich unter meinem Mantel verschwinden lassen. Aber dann wäre das wahrscheinlich mein letzter Tag hier. Deswegen übergebe ich ihn gleich seinen Besitzern. So, es ist soweit. Laura kann Menschen glücklich machen. Die Freude ist groß. Junge Hunde aus Colorado, 17 Wochen alt. Liebe auf den ersten Blick. Mehr als 10 Stunden Flug über den großen Teich haben sie hinter sich. Auf dem Weg in ihre neue Heimat. Ja, da beneide ich sie wirklich. Jetzt haben sie zum ersten Mal deutschen Boden unter den Pfoten. In Frankfurt, am Flughafen. Ja. Denn in Frankfurt starten und landen nicht nur Menschen. Der Airport zählt auch Millionen tierische Passagiere. Laura Schlicht ist Tierkoordinatorin, hier in der Animal Lounge. So heißt die schicke Tierstation am Frankfurter Flughafen. Ein Zwischenlager für fliegende Tiere. Ein Zoo auf Zeit. Hier herrscht ein tierisches Kommen und Gehen. Eigentlich sollte heute auch ein Flusspferd fliegen. Aber das ist krank geworden. Laura Schlicht bringt Mensch und Tier zusammen. Diesmal geht's um Rotluchse aus Dallas. Dann sind das hier ihre Rotluchse. Ja. Wo gehen die denn hin? Die bleiben bei mir. Die bleiben bei Ihnen? Ja. 3 Rotluchse, 4 Monate alt. Sind ja wirklich verspielt. Den langen Flug haben sie gut überstanden. Bald leben die 3 in Hessen. Nicht nur putzige Vierbeiner landen in Frankfurt. Die meisten Vielflieger sind nass und haben Schuppen. Jedes Tier ist natürlich hier unser bester Kunde. Das hier ist eine Sendung von Fischen aus Bogota, also aus Kolumbien, eingetroffen. Und die gehen auf den Abendflug nachher weiter nach Hongkong. Fische in Tüten, kleine Welse. In kolumbianischem Wasser schwimmen sie über den Wolken um die Welt. Das sind einfach etwa 80 Millionen Fische, die jährlich transportiert werden. Fische sowie Angelwürmer, was auch keiner denkt, fliegen hier täglich durch die Luft. Angelwürmer auch? Auch Angelwürmer. Sonntags ist unser Angelwurmtag. Die bekommen wir dann aus China. Die gehen nach Europa und werden dort verteilt. Na dann, Petri Heil. Cargo-Pilot Fokodoyen fliegt heute nach Nairobi. Alles ist vorbereitet. In 2 Stunden geht es los. Top unterstützt. Mit Co-Pilot Alexander Spangenberg geht er die Route durch. Wir fliegen hier über an der Adria entlang Athen. Hier ist ein bisschen was an Gewittertätigkeit. Das ist diese Wolke, die man hier sieht. Und das geht auch hoch bis 47.000 Fuß. Also das können wir auch auf gar keinen Fall überfliegen. Und da werden wir dann mit Sicherheit aufs Wetterradar schauen, um zu sehen, wo sind Lücken. Weil in so ein Gewitter wollen wir nicht reinfliegen. Das kann einem den ganzen Tag versauen. Gut. Okay. Ja, also das Wetter gut, alles gut. Fliegt da oft hin. 2 Tonnen Kerosin extra hat er getankt. Für alle Fälle.
Es ist tatsächlich zurzeit eine Konferenz aller afrikanischen Regierungen in Nairobi. Und da machen die dann schon mal gerne den Airport für sogenanntes VIP-Movement zu, Very Important Person. Also es kann sein, dass wir im Anflug Verzögerungen bekommen, vielleicht sogar bis zu einer halben Stunde. Und für den Zweck nehmen wir jetzt dann ein bisschen extra Sprit mit. Sein Frachter? Eine MD-11, ein Flugzeug mit 3 Triebwerken. Unter Piloten gilt der Typ als schwer zu fliegen, als Diva. Aber Fokodoyen liebt den Flieger. Rampagentin Maren Lunemann ist zuständig für alles, was rein und raus geht. Und das ist so einiges. Der schicke Flitzer ist zwar ein Langstreckenrenner, aber bis nach Afrika ist es doch zu weit. Also Himmel statt Straße. Die MD-11 fliegt heute 2 Ziele an: Nairobi und Johannesburg. Fokodoyen macht den Außencheck an seinem Flieger. Ja, die Motoren schauen wir uns natürlich etwas genauer an vor jedem Start. Wir wollen sehen, ob hier an den Fanblades, an den vorderen Schaufeln Beschädigungen sind. Manchmal saugt so ein Motor irgendwelche Fremdkörper ein, die vielleicht auf dem Vorfeld rumliegen, Steine oder Metallteile. Oder was auch vorkommt, ist, dass ein Vogel reinfliegt und dass wir dann Reste von so einem Vogel hier entdecken, also Federn. Und in so einem Fall muss dann der Motor inspiziert werden. Aber sieht gut aus heute. Sonst müssen Sie dann auf dem Nil landen, wie der amerikanische Kollege auf dem Hudson. Ja, das lassen wir heute weg. Heute fliegt nicht nur stille Fracht. 15.000 Haustiere fliegen pro Jahr ab Frankfurt. Und auch was Wildes. Ich hatte schon mal eine Seekuh, die Nessie aus Hamburg, aus dem Zoo. Sie ist zurück nach Russland geflogen. Das war somit das Größte. Sie hat mich sogar einmal angepustet, hatte dann eine Dusche. Hunde mögen 20 Grad. Auch manche Arzneimittel wollen Wärme. Andere Fracht braucht Kühlung. Das alles muss der Pilot wissen. So, wir haben einmal die Papiere fertig. Ja, prima. Dankeschön. Soweit sieht alles gut aus mit der Beladung. Die Paletten sind alle angekommen. Würde ich gerne 10 Minuten früher raus? Ja, das geht. Passt gut. Ja. Ja, gerne. Dann machen wir das. 10 Minuten vor der Zeit. Gute Arbeit. Fokodoyen fliegt Frachter mit Leidenschaft. Seit vielen Jahren. Passagierpiloten haben das bessere Image, aber im Frachter hat man seine Ruhe. Fokko donnert los in Richtung Nairobi mit 65 Tonnen Fracht, den 2 Hunden und dem Rennwagen. Vor der Animal Lounge warten schon die nächsten Passagiere. Cooper und Cornelius, 2 Springpferde. Zuerst der Papierkram, dann können die Pferde fliegen. Kein Flug ohne Ticket. Der Besitzer hat die beiden verkauft, nach Delhi in Indien. Jetzt müssen sie nur noch dorthin. George ist Spezialist für Pferdetransporte. Er fliegt ständig mit Pferden um die Welt. 2000 Pferde fliegen jedes Jahr von Frankfurt. Tierkoordinatorin Laura Schlicht ist auch fürs Catering zuständig. Any hay? Etwas Heu? Wir organisieren was. Und dann? Cooper und Cornelius gehen ganz cool in die fliegende Kiste. Das geht nicht immer so easy. Wo ist das Heu, Laura? Das Catering ist übersichtlich, aber artgerecht. Und offensichtlich lecker. Wir sehen uns im Flieger. Ich habe eben mit ihm noch mal gesprochen, dass er doch noch ein bisschen langsamer fahren soll, damit kein Stress für die Pferde. Der fliegende Pferdetransporter wartet schon. Menschen fliegen im Sitzen, Pferde im Stehen. Von Flugangst keine Spur. Essen beruhigt Warmblüter auch schon mal schnell. Ne?
wenn das Umfeld stimmt, wenn der Partner nebenan das andere Pferd, auch wenn die sich kennen, dass das den Pferden eigentlich relativ gut an denen vorbeigeht. Und immer mal wieder einer nach denen schaut, Wasser gibt, sodass sie quasi alle paar Stunden das Angebot haben, was zu trinken. Und Heu die ganze Zeit, immer. Die Tierpflegerin fliegt natürlich mit. Das Boarding kann losgehen. Mensch und Tier gehen immer zuletzt an Bord. Laura Schlicht kann zufrieden sein. Die Pferde sind startbereit. 2,3 Tonnen Pferd mit Stall, Wasser und Heu. Alles gut verzurrt. Für 14 Stunden Flug über Madras nach Delhi. Ein bisschen mehr frische Luft. Laura hat Feierabend. Flug LH8372 nach Delhi geht raus, mit 15 Minuten Verspätung. Und wenn der Flieger ein technisches Problem hat und umkehren muss? Das wollen wir jetzt wirklich nicht hoffen, dass das der Fall sein wird. Die Daumen sind gedrückt, die Pferdedaumen. Ab jetzt gibt's Viren über den Wolken. Fokodoyens Frachter steht am Flughafen von Nairobi, bereit für den Rückflug. Virginia Wambui ist Rampagentin hier in Nairobi. Sie überwacht die Beladung der MD-11 für den Flug nach Frankfurt. Jede Menge Paletten stehen schon auf dem Vorfeld. Vor allem Obst und Gemüse stapeln sich hier. Mangos, Papayas, Bohnen. Dies ist eine Art von Gemüse. Wir haben verschiedene Verpackungen für verschiedene Gemüsesorten. Gemüsemix in praktischen Portionchen für deutsche Single-Haushalte. Wir haben auch diese Sorte, Bohnen von verschiedenen Farmen. Und wenn Gemüse in die Luft geht, dann sind auch Blumen nicht weit. Rosen für Europa. Da haben wir rote Rosen und da einen Mix aus Orange und Gelb. Und was ist Ihre Lieblingsfarbe? Weiß. Ich liebe weiße Rosen. Aber die haben wir hier nicht dabei. Leider nicht, soweit ich sehe. Aber gelbe, die sind so ähnlich. Auch schön, sehr schön. Aber Virginia liebt nicht nur weiße Rosen. Was war das tollste Stück Fracht, das Sie je geladen haben? Ich bin Autofan. Ich liebe Autos. Wir hatten ein paar hübsche Rolls-Royce und einen Porsche Panamera. Aber den konnten Sie ja nicht fahren? Natürlich nicht. Aber ich würde gerne mal einen fahren. Hoffentlich irgendwann in der Zukunft. Ein fliegender Gemischtwarenladen wird zusammengestellt. Richtig voll wird der Frachter heute nicht. Die MD-11 ist ein kippeliger Flieger. Beim Beladen muss man immer auf den Schwerpunkt achten. Ein 4 Tonnen Betonklotz dient vorne als Ballast. Erst ganz am Schluss kommt der wieder raus. Pilot Fokodoyen hat ein paar Stunden geschlafen. Er ist fit für den Flug. Virginia hat gute Nachrichten für ihn. Die Beladung läuft gut. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. So Karton würde ich gerne mit nach Hause nehmen. Zu Hause in Frankfurt. Maren Lunemann checkt Fracht nach Chicago. Ist das Netz straff? Sind alle Ecken an meiner Palette? Stimmt die Kontur? Also passt sie überhaupt in den Flieger rein? Manchmal ist sie auch zu hoch gebaut oder zu breit. Und das muss ich jetzt überprüfen alles. Das eigentliche Problem wartet in der Halle. Sieht ja gut aus. Auch das soll in den Frachter. Es ist sehr breit und wie man sieht, es hängt schon so ein bisschen durch. Also müssen es jetzt verstärken von unten ein bisschen, dass es nicht mehr so hängt. Wir müssen hier Bretter davor machen, weil hier die Stahlplatte durchguckt, dass die, wenn sich die während dem Flug oder ein Startabbruch, kann die sich ja verschieben, es muss geschützt sein, damit die Crew vorne nichts abbekommt. Und ich bin mal gespannt, ob es reinpasst.
in den Flieger. Aber wir müssen es ausprobieren. Jetzt ackern die Gabelstapler. Es knackt. Hey, das sind die Holzwürmer. Ja, super. Zwei Stahlplatten, 5 Tonnen schwer. Ein starkes Stück. Sieht besser aus, viel besser. Es ist fast gerade, ja. Der Stahl soll nach Chicago. Wie breit, wie hoch, wie schwer und was kann wohin im Frachter? Ständig ändert sich was. 1,88, wir sind noch mal ein bisschen schwerer geworden. Doch, leider. Ja, ich weiß, wir mussten ein bisschen umdudeln. Okay, gut, ciao. Der Frachter kriegt alle Lücken gestopft. Manchmal auch erst auf den letzten Drücker. Man will ja nicht mit leeren Plätzen fliegen. Und dann sage ich dem Bescheid, dass sie bitte noch mal den Flugplan neu rechnen, weil wir jetzt 3 Tonnen schwerer geworden sind. Maren hat Kauffrau für Spedition und Logistik gelernt. In ihrer Familie eine Ausnahme. Alle in ihrer Familie fliegen. Ja. Nur sie sind am Boden. Ich bin am Boden, genau. Reizt es sie nicht auch mal zu fliegen? Oh, ich finde es hier ganz schön. Nee, ich weiß nicht. Ich finde, es ist ein toller Beruf, aber mir gefällt es hier gut. Ich schlafe lieber in meinem eigenen Bett. Ich bin so gebrandmarktes Kind, sage ich immer. Papa war so oft weg. Nee, ich find's schön, einfach zu Hause. Bin gern zu Hause. So. In Nairobi macht Pilot Fokodoyen den Außencheck an seiner MD-11. Alles in Ordnung, soweit man hier was sieht im Dunkeln. Und dann? Triebwerk 1 lässt sich nicht starten. Die Bodencrew soll helfen. Habt ihr die Geräte dabei? Ja, er soll kommen. Und es dauert etwas. Ich schalte das Triebwerk Nummer 3 wieder aus. Ein Triebwerksproblem in Afrika. Das kann dauern. Wir sagen am besten, wir wollen hier stehen bleiben. Sowas braucht kein Mensch. Schon gar nicht, wenn man verderbliche Ware fliegt. Zeit ist Geld. Gerade bei Obst und Gemüse. Guck mir mal die Circuit Breaker an. Die Sicherungsschalter. Beziehungsweise ich versuch's einmal noch so. Ein letzter Versuch. Es scheint jetzt zu funktionieren. Also, wir sollten ohne eure Hilfe starten können. Nochmal Glück gehabt. Dann kann's ja losgehen nach Frankfurt. Hab ich ewig nicht gehabt, du. Okay, parking brake is set. You can't remove the equipment. Ihr könnt das Equipment und die Schleppstange wegnehmen. Und zur Information, das Triebwerk läuft jetzt prima. Wir starten jetzt auch Triebwerk 2 und 3. Checkt. Endlich, Startfreigabe in Nairobi. Mit 41 Tonnen Fracht ab nach Frankfurt. Gear up. Die letzten Lichter von Nairobi, dann geht's in die afrikanische Nacht. So ein Nachtflug über Afrika, das ist eine verdammt düstere Angelegenheit. Da ist Vorsicht geboten. Wir fliegen eigentlich immer über Afrika 1 oder 2 Meilen rechts vom Kurs, um dann, wenn ein gegenkommendes Flugzeug in der falschen Höhe wäre, dann auch einen gewissen Abstand zu haben. Und wenn jeder 1 oder 2 Meilen rechts fliegt, dann ist man schon 2 oder 4 Meilen auseinander. Dann kann da so nichts passieren. Der Teufel ist ein Eichhörnchen und da sind wir lieber vorsichtig. Ein paar Lichter noch, dann wird's schwarz. In Frankfurt hat Rampagentin Maren Lunemann immer noch mit dem Chicago-Flieger zu tun.
Ganz am Ende des Vorfelds steht die MD-11 und das lange Stahlteil. Und passt? Ob es reinpasst, weiß ich noch nicht, aber aufgebaut ist es ganz schön. Aber das andere müssen wir wirklich testen. Wir müssen es oben reinfahren und gucken, ob wir es reinbekommen. Das können wir nur probieren. Nicht alle Paletten sind turbulenztauglich aufgebaut. Da muss Maren schon mal nachhelfen. Haben die Kollegen nicht sauber gearbeitet? Das passiert manchmal auch einfach während der Fahrt. Die werden ja hierher transportiert. Und dann kann es auch mal sein, dass die noch mal locker werden. Oben auf dem Hauptdeck füllt sich der Flieger langsam. Die Ladecrew weiß genau, was wohin gehört. Vorne muss was Leichtes stehen, als Airbag für die Piloten im Cockpit. Bis zu 95 Tonnen Fracht kann die MD-11 transportieren. Noch läuft alles nach Plan. Kann man denn jetzt irgendwas falsch machen bei der Beladung? Ja. Also zum Beispiel, wir haben unten nicht so viel Gewicht. Und wir haben ja hinten das 2er Triebwerk. Dementsprechend müssen die Kollegen schon langsam nach hinten das Gewicht schieben. Damit der Flieger nicht umkippt. Das schwere Triebwerk am Heck. Eine echte Herausforderung für die Ladecrew. Ist er Ihnen denn schon mal umgekippt? Also bei der Lufthansa ist noch nie eine MD-11 umgekippt. Aber es gibt da ganz lustige Videos von. Von anderen Airlines. Nein, es ist schon passiert auf der Welt, ja. Jetzt wird's ernst. Passt es oder bleibt es hier? Jetzt bist du hier drin. Und zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Klar, es ist drin. Rampagent, das ist ein anspruchsvoller Job. Und wohin man schaut, Maren ist umgeben von Männern. Und die Kollegen, wie sind die so zu Ihnen? Ist man akzeptiert? Ja, es war am Anfang schwer, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe meinen Mann auch hier kennengelernt, der arbeitet bei der Fraport. Und seitdem wissen die Jungs, da gibt es nichts zu holen. Nee. Also, ich fühle mich hier eher sicher, beschützt von denen aus. Weil die wissen, dass ich einen Mann habe, der ist ihr Kollege. Und es passt jeder mit auf mich auf. Und ich finde, es ist eher wie eine große Familie, wirklich, muss ich echt sagen. Der Flieger ist knüppelvoll. Das lange Teil ist drin. Kein Platz ist leer. Maren hat ihren Job gemacht. Der Stahl nach Chicago kann starten. Rampagenten sehen ihre Flieger am liebsten von hinten. Die Nacht über Afrika ist lang. Fokodoyen ist mit Bohnen und Blumen auf dem Rückflug nach Frankfurt. Fliegen ohne Passagiere und Flugbegleiter. Das heißt Self-Service. So, kurz nach Mitternacht, aber trotzdem Zeit für einen Kaffee. Er fliegt das ganze Jahr über Schnittblumen, Obst und Gemüse um die halbe Welt. Für viele ein ökologischer Irrsinn. Ich persönlich sehe das nicht so kritisch, weil sehr oft die Produkte, die geflogen werden, zum Beispiel Blumen aus Kenia, die sind trotz dieses Transportes nach Deutschland immer noch in der CO2-Bilanz günstiger, als würde man sie in Gewächshäusern in Deutschland oder in Holland wachsen lassen. Aber muss man jedes Obst zu jeder Jahreszeit in jedem Supermarkt kaufen können? Wo auch immer es herkommt, wie weit auch immer es hergeflogen wurde? Auch Focko macht sich so seine Gedanken. Mittlerweile ist es so, dass man eben auch zu Weihnachten Erdbeeren im Supermarkt bekommt. Ja, das kann man durchaus kritisch sehen. Und wenn man jetzt ein schlechtes Gewissen hat, dann muss man sie halt nicht kaufen. Mangos, Bohnen und Rosen im Anflug.
nach fast 8 Stunden Flug im Dunkeln. Hier in Frankfurt wartet schon die Ladecrew. Zeit ist Geld. Der Flieger muss heute wieder raus. Für Focke und Alexander ist hier Feierabend. Der frühe Vogel bringt die Blumen. Die afrikanische Ware wird sofort gecheckt. Sutivan Kamtong ist vom Fresh-Team des Perishable Center. So nennt sich das riesige Zwischenlager für verderbliche Ware in Frankfurt. Kühlkette heißt das Zauberwort. Zuerst sind die Rosen dran. Wie viel Grad haben Sie? Die hier sind jetzt 10 Grad. Normalerweise in der Regel sollten die zwischen 2 bis 8 Grad sein. Das heißt was? Wir sind zu warm. Zu warm. Und jetzt? Aber das kann eben sein durch die Entladung, dass es eben aufgewärmt wird. Und deswegen versuchen wir, so schnell wie möglich diese Blumen ins Perishable Center, ins Kühlhaus zu bringen. Gestern wurden die Rosen geschnitten. Und in Kenia war es kühler als hier in Frankfurt. Ja, der Kunde versteht das manchmal nicht, dass beim Aufbau oder beim Abbau der Paletten, dass wir da keine Kühlung gewährleisten können. Ja. Und das macht es eben ein bisschen schwieriger als normale Standardfracht. Und wenn Sie in den Blumenladen gehen und kaufen Blumen, dann sagen Sie, ach, guck mal, die kenne ich doch. Ja, ist öfters so. Also wenn ich einkaufen gehe und nach Himbeeren oder Obstschauer oder Blumen, dann denke ich mir oft, ach, die haben wir bestimmt geflogen. Die Palettenkarawane kommt direkt ins Kühlhaus. 20 verschiedene Temperaturzonen gibt es hier im Perishable Center. Von minus 25 bis plus 25 Grad. Aber manchmal hilft auch kein Kühlen. Was ist denn mit den Rosen passiert? Diese Rosen kommen aus Quito und sollen weiter nach Astana. Das Problem dabei ist, dass die Sendung den Flug verpasst hat und dadurch einen Tag verspätet halt erst beim Kunden ankommen würde. Und der Kunde akzeptiert das nicht. Deswegen hat er gesagt, er will sie nicht mehr haben. Und für uns stehen jetzt zwei Optionen, entweder vernichten oder aber da die Vernichtungskosten halt hoch sind, versuchen wir, die Rosen not zu verkaufen an Händler. Also, notverkaufte Rosen in Frankfurt statt Verblühte in Kasachstan. Der Gemüsemix aus Nairobi im praktischen Portionsset. Jetzt ist er abgekühlt. Und was ist mit den Kenia-Bohnen? Okay. Die sind immer noch bei 10 Grad. Das heißt, die brauchen noch ein bisschen, bis sie runtergekühlt sind. Aber wir merken ja, dass es hier ein bisschen kühler ist als draußen. Das geht schon. Vom Kühlhaus werden Obst und Gemüse auf Laster verfrachtet und in ganz Europa verteilt. Hi, ich bräuchte noch Gewichte von 2 Paletten. Und Sutivan kümmert sich um die Kunden. Danke, tschüss. Wir haben einen Kunden, der hat immer eine Sendung aus Nairobi und er fragt immer Temperaturen an. Sind das Blumen oder Obst? Das sind die Bohnen. Das sind die Bohnen, die wir gesehen haben vorhin in der Halle. Und der will genau wissen? Genau, der will genau wissen, was die, wie hoch, also wie die Ankunftstemperatur von seiner Sendung ist. Und jeden Tag heute? Die war heute zwischen 8 und 10. Und damit ist er zufrieden? Ja, ist okay. Die Kenia-Bohnen sind abgearbeitet. Morgen kommen schon die nächsten aus Nairobi. Geflogen wird alles, was frisch oder teuer ist. Just in time über den Wolken. Es ist ein schwieriges Geschäft. Überkapazitäten, Preisverfall. Die Branche hat zu kämpfen. Luftfracht ist teuer. Etwa 50 Mal teurer als ein Frachtschiff. Aber die Kunden wollen nicht warten. Sie wollen alles. Immer und überall.